Herzlich willkommen bei unserem neuen Video der Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über den Nubrizy Wäschetrockner sprechen und versuchen euch alle Features näher zu bringen. Hierzu haben wir externe Daten analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Das Modell holt die Vorteile des Draußentrocknens ins Haus bzw. in die Wohnung. Das Modell ist platzsparend, faltbar und extrem leicht. Wir haben hier einen 30 Watt Motor. Dieser ist ökologisch und energieeffizient im Vergleich zu herkömmlichen Trocknern. Wir schauen regelmäßig, wo ihr ein Produkt wie dieses möglichst günstig kaufen könnt. Dementsprechend haben wir unter diesem Video in der Infobox das aktuellste Angebot für euch reingepackt. Schaut deshalb gerne mal hinein, wenn ihr möglicherweise etwas Geld sparen wollt. Alternativ findet ihr dort auch zusammenfassend ein paar Infos, falls euch das Video zu lang sein sollte. Der Ständer ist aus robustem Material und hat 4 Lagen, sodass du mehrere Kleidungsstücke auf einmal aufhängen kannst. Das Gestell nimmt nur wenig Platz ein und lässt sich leicht verstauen, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Der Nubrizy Wäscheständer ist ein einzigartiger Wäschetrockner, der auf einem innovativen Design basiert. Es nutzt die natürlichen Luftströme, um deine Kleidung schneller zu trocknen, sodass du weniger Zeit mit dem Dämpfen oder Bügeln deiner Kleidung verbringen musst. Der Wäscheständer ist auch perfekt zum Trocknen von Feinwäsche und für die Handwäsche geeignet, da er die Kleidung weich und geschmeidig macht. Außerdem erhältst du mit diesem Nubrizy Wäscheständer ein ideales Gerät zum Aufhängen und Trocknen deiner Wäsche. Er ist einfach zu bedienen und hat ein kompaktes Design, was ihn perfekt für kleinere Räume macht. Laut Hersteller trocknet er bis zu 20 Kilo Wäsche in der Hälfte der Zeit. Zudem haben wir hier eine große Trockenfläche mit 12 Aluminiumstangen. Dies ersetzt laut Hersteller 12 Meter Wäscheleine. Das aktuelle Top-Angebot befindet sich unterhalb des Videos in der Infobox, sodass ihr hier aktuell noch ein wenig Geld sparen könnt. Das Modell ist ideal für Kaschmir, Seide, Pailletten, Stickware, Dessous und so weiter. Ein kleidungsschonendes Trocknen wird hier den meisten Kundenmeinungen zufolge aufgrund der Bauweise sichergestellt. Der Wäschetrockner lässt kühle Luft sanft um die Kleidungsstücke zirkulieren und schont so auch extrem empfindliche Gewebe. 4 individuelle einstellbare Trockenebenen sind gegeben und das Modell ist wie bereits erwähnt mobil einsetzbar. Das Gerät ist einfach zu bedienen. Es muss nur Wasser durchlaufen gelassen werden und das Gerät erledigt seine Arbeit dann automatisch. Zusammengefasst nun noch einmal die wichtigsten Features. Der 140x80x65 große elektrische Wäschetrockner von Nubrizy bietet eine schonende trockene Kleidung. Beispielsweise kann man mit dem Wäscheständer Stickware, Dessous oder Kaschmir trocknen lassen. Um eine stromsparende und effiziente Nutzung genießen zu können, wurde ein 30 Watt Motor integriert. Das Gebläse des Nubrizy lässt sich unter anderem in 2 Stufen einstellen. Die erste Stufe ist für eine schwache und die zweite Stufe für eine starke Trocknung der Kleidung zuständig. Der elektrische Wäschetrockner von Nubrizy bietet dem Kunden eine Wäschekapazität von bis zu 20 Kilogramm Wäsche. Zudem kann man ihn nach dem Gebrauch falten und anschließend Platz in der Wohnung zu sparen. Viele Kunden sagen auch, dass der Nubrizy Wäscheständer eine angenehme Lautstärke hat. Generell gilt, ein elektrischer Wäschetrockner mit Gebläse sollten keinesfalls ein Stromfresser sein. Vielmehr sollte er ein gutes Gegenstück zum eigentlichen Wäschetrockner bieten. Vor dem Kauf sollte man daher auf die Herstellerangaben schauen, wie viel der elektrische Wäschetrockner überhaupt verbraucht. Das Material und die Qualität spielt beim Kauf des elektrischen Wäschetrockners mit Gebläse eine große Rolle. Grund dafür ist natürlich auch die Lebenszeit dieses Produktes. Je hochwertiger das Produkt verarbeitet ist, desto länger kann man es in der Regel nutzen. Die meisten elektrischen Wäschetrockner bestehen aus Aluminiumstäben, daher kann man beim Materialkauf oft kaum unterscheiden. Viel wichtiger ist jedoch die Qualität des Gebläses, da dies womöglich der Grund des Kaufes ist. Daher ist zu empfehlen, den Hersteller zu fragen, auf welche Funktionen und Material er hierbei gesetzt hat. Zudem ist es wichtig, wenn Modelle ein CE-Kennzeichen haben. Dadurch ist generell geregelt, dass das Produkt für den europäischen Markt getestet und empfehlenswert ist. Und das war's auch schon mit unserem Video. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen und bei eurer Entscheidung unterstützen. Lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um keines unserer Videos in Zukunft zu verpassen.
Gerne könnt ihr auch eure Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren lassen. Und hiermit verabschieden wir uns, eure Gutwetterfabrik.